So, und damit herzlich willkommen zu unserer FIFA-Prognose in der neuen Saison. Den ersten Spieltag haben wir bereits verschlafen. Aber halb so wild. Nicht so viel passiert. Hauptsache Kaiserslautern hat gewonnen. Richtig. Herzlichen Glückwunsch, Stein. Sind Tabellenführer? Ja. Sehr gut. Das haben wir uns so gewünscht. Zeit für erste Liga wieder bei den Roten Teufeln. Ja, jetzt spielen wir zweiter Spieltag. Das Freitagsspiel, und zwar das Abendspiel. Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf. Also zwei Traditionsclubs gegeneinander. Wobei in der richtigen Konstellation, glaube ich, Düsseldorf die Vorteile, glaube ich, auf seiner Seite hat. Würde ich sagen. So, sehen. Ja. So, und wie spielen wir? Union Berlin wird gespielt durch mich. Ja? Ja. Ja, ich habe Heimrecht. Und Fortuna Düsseldorf, die Gastmannschaft, wird verkörpert durch einen Robert seine Daumen. Jawohl. Ah, was freue ich mich. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Die ganze Sommerpause kein Fußball gespielt. Nur Battlefield. Kannst dir gut gehen. So, Rensing im Tor. Kiefer ist Schalker. War das eine richtige Entscheidung, vom Kiefer Schalker zu werden? Ich kannte Kiefer bis eben nicht. Aber an sich nicht. So, auf die Aufstellung kann man jetzt mal verzichten. Ja. Weil es ist nicht das aktuellste FIFA, was jetzt die neue Saison betrifft. Warte mal ganz kurz, muss man ein bisschen leiser machen, den Hintergrundton. Okay, alles klar. Dann schieße ich wieder das 1-0 und dann... Und dann zählt's nicht. Ja. Ich will wieder von vorne anfangen. Alter. Ich habe da eben gesagt, ich kann es nicht mehr. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Wie er sich einen runterholt? Wie er sich einen runterholt, hat er gemeint. Ist doch langsam. Kann er sich den Ball holen? Natürlich nicht. Köhler. Haha, grandiosen Einwurf rausgeholt. Das Mikrofon verdeckt gerade so noch ein bisschen die Hälfte des Bildschirms. Das ist ein bisschen unangenehm. Nee, ich finde das sehr gut vielleicht, so. Also vielleicht sollte man einfach mal im nächsten Spiel... Ich habe freie Sicht. Was war denn jetzt? Ah, bist mir in die Knochen gegangen, eindeutig. Vielleicht sollte man im nächsten Spiel mal ein bisschen die Stühle rücken. Nur ein bisschen. Stühle rücken. Sehr gut. Nur hier beim Kindergeburtstag. Ja, und eine gelbe Karte, taktisches Foul. Bin ich ja noch leiser. Ja, kann man jetzt nichts machen, muss halt lauter reden. Entschuldigung, dass ich nicht so ein Organ habe wie du. Ich weiß nicht, ob ich das entschuldigen kann. Ja, ich weiß es nicht. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Na klar, dein Stürmer ist wieder ein Wunderstürmer. Ah, sehr gut. Sei doch mal ehrlich. Sehr gut. Sei doch mal ganz ehrlich. Ja. Hättest du ein taktisches Foul machen müssen. Stell den Rensing rein, stell den Rensing rein. Der ist viel besser. Nee, der Kiefer spielt nicht mehr da. Ja, stimmt. Ja, ich habe nicht gesagt, dass der Rensing besser ist. Das würde ich an. Auf keinen Fall machen. Sehr gut. Blinze. Weiß ich, hätte mir so viel vorgenommen. Naja, das ist das erste Spiel wieder der Saison. Das ist ein Warmmachspiel für uns alle. Du Glückspilz. Also unhaltbar war er nicht. Nee, unhaltbar war er nicht. Rensing hätte ruhig mal seinen Arm ausstrecken können. Anstatt die Ellbogen angewinkelt an der Hüfte. Mhm. Und damit führe ich. Sehr großzügig, schon in der 12. Minute. Der sieht aus wie Tim Wiese. Kein Fußballspieler sieht mehr aus wie Tim Wiese. Das ist richtig. Tim Wiese sieht nicht mehr aus wie ein Fußballspieler. Tim Wiese sieht auch nicht mehr aus wie Tim Wiese. Nee. Ups. Hast du ordentlich Druck gemacht. Ja. Bin ich ein bisschen nervös geworden. Flösterige Knie. Verstehe. Ein bisschen Pibi. Pibi? Ja. Das kannst du bei dir behalten. Ist das der schon wieder, ja? Nee. Schönes Stellungsspiel. So, geht er rein? Was
Hast du jetzt gedacht, jetzt einfach von überall? Ich habe, glaube irgendwie an die Hacken von meinem Mitspieler gespielt, kann das sein? Keine Ahnung. Klang so ein bisschen, als wäre er abgefälscht geworden. Abgeworden. Abgeworden, gefälscht. Abgeworden. Ja gut, das kann ich jetzt nicht sagen, da mache ich mich unbeliebt bei Union-Fans. Klasse. Klasse. So. Ah. Yes. Hat er geholt. Hat er geholt. Hat er mitgespielt. Der Rensing. Na. Ja, meinen hast du doch auch geschubst. Geschubst? Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Köhler. Sauber geklärt. Mega langsam. Ja, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass man merkt, dass wir auch jetzt 8 Wochen nicht gespielt haben. Nee, Quatsch. Meinst du nicht? Nee. Meinst du, das wirkt hochprofessionell? Auf jeden Fall. Peter attackiert. Na, aber. Oh, schlechtes Bitte. Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? So, jetzt zwirbel ich dir da einen. Wo ist da Platz, um sich zu beschweren? Na, guck mal. Böser Tritt gegens Knie. Ja. Naja. Ja. Doch nichts mit 1 Euro. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. So leicht. Das habe ich kommen sehen. Das habe ich kommen sehen. Das war ein Ball mit rasender Geschwindigkeit. Aber er hat ihn gehalten. Ich glaub, oh, na dann schnick da hinten noch. Du Idiot, echt. Sehr gut. Ah, da hat ein Brandy reingemacht. Oder wurde Brandy ausgesprochen? Ich kenne ihn ja nicht. Nee, keine Ahnung. Im Zweifelsfall immer Englisch. Wie Matuschka. Matuschka, ich wollte es gerade sagen. Oh. Auf jeden Fall. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Und bekommst du sogar? Ja, klar. Hast du das anders gesehen? Auf jeden Fall. Den kriege ich auch wieder. Hast du das anders gesehen? Nee. Ja. Was denn? Das war doch kein Abseits, oder? Was ist sonst? Das kann doch noch kein Abseits gewesen sein. Aber. Guck mal. Knapp. Sonst wärst du auch nicht so weit vorne gewesen. Eine halbe LKW-Länge. Mehr nicht. Wo köpft er denn hin? Schöne Flanke, aber der Gegner passt auf. Schlagen da ruhig hinten, richtig hinten raus, hast voll drauf. Sie werden abgefälscht. Ja, einer von mir nehme ich mal an. Sehr gut. Das finde ich sehr gut. Da hat ein Fencing hätten einfach nur gegen das Gesicht bekommen. Was ist das für eine Rettungsaktion? Oh, ich habe ihn schon drinnen gesehen, muss ich sagen. Ja, okay. Also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Da habe ich ihn drinnen gesehen. Ich bin nicht drankommen. Nee. Was bist du nicht? Nee. Sagst du, war gewagt, was du gerade eben gemacht hast? Ich bin richtig überrascht, ja. Die verstehen sich blind. Warum spielt er denn nicht? Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Ja, das ist doch ein sehr interessantes Spiel an der Linie. Und er bekommt Hilfe. Ja, das war Abwehr. Hätte mich nicht gewundert, wenn er sich dabei noch verletzt hätte. Deiner? Ja, meiner. Ja. Warum läuft der denn?
Ach, Mist. Na klar. Die sind so blöd da hinten. Echt. Da muss erst offensiv faul gewesen werden. Na, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Das zeigen diese Bilder dann doch. Das ist ja auch Union Berlin. Das sind ja Kampfschweine. Ja. Da musst du halt auch mal damit rechnen, dass du halt auch mal anders aufgehalten wirst. Richtig. Als nur fair. Der war nicht schlecht. Nicht meine Ecke. Nee, keine Ecke. Sagst du, der Rensing macht's ja doch. Mein bester Manuel Neuer Manier. Uah. Was ist denn das? Zeit ist auf deiner Seite, oder was? Jetzt schon. Schönes Stellungsspiel. So kann er den musst dir keine Sorgen machen. Mit diesem Dorf schieße ich keinen Bruder. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Alter! Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die. Verschubst du mich doch noch im Nachgang? Hast du schon abgewürfen bekommen? Was soll das? Mal markieren wir hier das Alpha-Männchen auf dem Platz. Sind. Wer hat wie oft aufs Tor geschossen? Hier die Statistik. Hinter rein! Oh, da ist noch alles drin. Oh, das kann ja nicht wahr sein! Das kann ja nicht wahr sein! Also, das war eine Torhüterleistung, die kannst du auch irgendwie abhaken. Ah, das war ganz wichtig vor der Halbzeit. Ja, war ja immer noch so knapp vor der Halbzeit. Bist du jetzt der Nachspielzeit-Typ? Bist du jetzt derjenige, der... Die Saison ist rum, mein Freund. Karten werden neu gemischt. Das kannst du nicht immer für dich beanspruchen. Du machst eigentlich diese Saison, spielen wir die DFB-Pokalspiele gegen Bayern wieder gegen die zwei Münchner. Klar. Das muss wehtun, wenn die verlieren. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Dass mir das passieren konnte. Tja. Es tut mir jetzt wirklich leid für die Union-Fans. Du bist doch noch in der Sommerpause. Ich bin doch noch in der Sommerpause. Ja, das ist so halb richtig. Ich hatte eine gute Frühform im Spiel. Was war's denn? Geh mal ein bisschen offensiver hin. Was macht der Torhüter? Also lüpfen geht nicht so einfach mit der zweiten Liga. Nee, okay. Ich das hätte auch auf die Schnelle jetzt gar nicht die Knöpfe gefunden. Aber für die einen war Glück, für die anderen ein bisschen Pech. Das wäre nochmal eine gute Chance geworden jetzt. Ja, ich wollte es einfach ein bisschen spannender machen. Hast du geschafft? Weil immer dieses Gestorre oder hier solche Glückstore. Ja, Glückstore. Steht da übrigens meine Wasserflasche? Nein, das ist meine Wasserflasche. Ach so, ich habe meine hier schon hingestellt. Sehr schön. Ja. Gucken wir uns kurz die Wiederholung an, dann geht's weiter. Also war leider viel zu oft direkt auf den Torhüter. Aber es ist ein schönes Tor. Ja. Schön im Reinrutschen. Oh, das ist ein Lupfer, ey. Das war echt, also mehr kann ich dir nicht anbieten. Nee, nein. Ne? Sagst du, da hört die Großzügigkeit auf an der Stelle. Ja, ja. So, was sagt die Statistik? Oh, knapp. Was denn? Seit Bayern München wissen wir doch, dass Statistik nicht alles ist. Ja, stimmt. Stimmt allerdings. Der Schiedsrichter kommt nochmal raus zu seinen Assistenten. Alles in Ordnung. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Durchlaufen. Wie die auf einmal rennen können. Was hält der Stürmer, ne? Ja, aber mit Ball oder wenn er hinterm Ball hinterher rennt, ist er auch nicht so schnell. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Wenn das. Ja, den habe ich kurz gesichert. Den habe ich einfach nur weggetroschen. Ich musste jetzt viel drücken, damit das Bein ein bisschen frühzeitig reinhält. Jetzt hättest du angenommen, das wäre nicht so toll gewesen. Dann hättest du mich brutalst umgetreten. Das ist auch immer noch so als Tipp, ne? Ich kann eh keine Elfmeter. Sagst du jetzt ein bisschen provozieren, indem ich im Strafraum rumtänze, wie so eine schwule Antilope. Hey, wir können ja den Zuschauern was bieten, ne? Das macht mein Torhüter schon alleine, den Zuschauern was bieten. Hättest du den mal ausgewechselt wie ich. Gegen solche Torhüter keiner. Schon kein gutes Zeichen, wenn der Torhüter nur 20 auf dem Rücken hat. Aber der andere bei Düsseldorf hatte das auch. Der hat auch irgendeine große Nummer auf dem Rücken.
Naja, aber der Rensing kann ja auch eine große Nummer drauf haben. Der ist ja auch eine große Nummer. Verstehst du? Ja, warum? Oh, das gibt's doch nicht! Sehr gut. Hä? Es gibt wenigstens Abstoß. Das würde ich gerne nochmal in der Wiederholung sehen. Gibt's nicht. Dann würdest du sehen, dass FIFA ein Problem hat. Mit bestimmten Sachen. Das kann man nicht machen. Na? Jetzt könnte es gefährlich werden. Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Nee, das war kein Abseits. Nee, war's auch nicht. Dein Spiel im Arm hüten. Achtung! Und weiter heißt es Was ist das? Oh, was macht der denn? Sehr gut. Starkes Ding. Sehr gut. Lass mich vorbei. Ich dachte, in die Mitte. Der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Lässt sich auch drüber streiten, ob das noch fair war. Was denn? Ne, die Intensität, mit der du mich weggedrängt hast. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Halt. Jetzt wolltest du es aber wissen. Na, jetzt musst du es. Hacke! Matuschka. Der heißt doch nicht Matuschka. Der heißt doch Matuschka. Hass ins Leere. Ja. Ideenlos. Fallen die nach hinten raus. Das ist. Sind ja auch nicht so fit. Das sind ja keine, die ja 90 Minuten durchlaufen. Ja, suchst du jetzt schon nach Ausreden, obwohl es noch unentschieden steht? Ja, gelbe Karte. Ich brauch eine Ausrede, weil das schon unentschieden steht, mein Freund. Es wäre echt schlecht für dich, wenn das erste Spiel mit einer Niederlage für dich losgeht. Ja, ach, wir haben ja beide dieselben Grundvoraussetzungen, was das betrifft. Du hast eigentlich besser. Nein, das würde ich so nicht sagen. Und hier ist die Zahl der Fouls bisher. Die Anziehungskraft der Erde hat versagt, er bleibt oben. Warum spielt er denn nicht direkt? Was muss ich für einen Direktpass drücken? Und wie soll denn der aussehen, der Direktpass? Na, gleich wieder spielen und nicht erst noch ewig einen Ball annehmen. Na, X, schon kurz bevor er da ist, der Ball. Ah, ging dir ein bisschen die Düse. Ah ja, ging so. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo ich auch großartig emotional involviert bin, muss ich sagen. Nicht? Das ist unser erstes gemeinsames FIFA-Spiel. Diese Saison, ja, naja. Das müssen wir doch zelebrieren. Ja, das kannst du alleine machen, nur andere doof. Matuschka. Da ist kein Stürmer mehr dabei, der. Spielt den Ball zurück. Ach, der schafft noch durchzurennen vorne. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Warst ein bisschen überrascht, dass sein Spieler ja mit dir spielt oder was? Kann er sich den Ball zurechtlegen. Sagt euch, ich finde die Taste fürs Lupfen nicht so schnell. Ich hab's ja länger um die Klammer nicht gewechselt. So. Ja, große Klappe. Nein! Jawohl! Beste. Hättest diesen Einschweißspruch, den hättest du später bringen müssen. Ja. Wenn du weißt, da kommt nichts mehr. Das ist ein zweiter Streich heute. Na, kann ich ihn aber nie bringen, weil bei dir kann man sich ja nie sicher sein. Ne? Bei mir ist das Spiel erst zu Ende, wenn die 95. abgelaufen ja, ist. Ja, richtig. Ah, der geht auch wieder auf Rensing. Das war das Torwart-Eck, ne? Hätte haben müssen. Arme Fortuna. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Komm mal rum, der Rensing. Ja, kann auch die Klappe halten.
Spiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Alter. Was denn? Ja, aber da völlig. Da hätte ich einen Ball gespielt. Völlig zurecht. Nur weil ich von hinten angerutscht gekommen völlig bin. Völlig zurecht. Zu früh gestartet. Abseits. Das war eine knappe Kiste. Das war wirklich eine knappe Kiste. Mhm. Hashtag, das Spiel hat irgendwie. Geschenkte Bälle hier Alter. Hinten. Was ist denn da los? So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. Was mache ich denn hier? Matuschka. Jawohl. Ah. Diese Mannschaft hat es aber auch nicht verdient. Das war wird auch notwendig. So wie die sich hier geben. Du meinst du Fortuna? Woran liegt's denn? Analysier es doch mal taktisch in der 89. Minute. Woran nee, liegt's? Nee, lass mich nicht den Mehmet Scholl machen. Hast du die Bayern-Vorbereitungsspiele gesehen, nein, der eingewechselt wurde? Nein. Mehmet Scholl, sein Sohn. Sohn, ne? Alter. So weit ist der Mehmet Scholl von uns ja nicht weg, wisst du? Ja. Da denkst du auch so, Alter Schwede. Ja, er hat früh vorgesorgt. Ja, wirklich früh. Ja, aber vorgesorgt. Ja. Der ist von Anfang an darum gekümmert, dass der kleine Junge in der Bayern-Mannschaft spielt. Und macht er richtig so. Ja. Wenn er selber das ganze Geld noch für Koks und Nutten verpressen würde, könnte der Sohn ihm, könnte er noch Spielerberater vom Sohn werden. Hätte er da nochmal 20 Jahre zusätzlich großes Einkommen. Er kann keinen Ball annehmen. Oh, Leute. Ist niemand drin. Eine unpräzise Flanke, das stellt die Verteidigung vor keine Probleme. Aber jetzt ein viertes Tor, es wäre echt zu dolle. Jetzt greift er ihn an. Na. Bleibt doch dabei. Bei einem stabilen 3:1. Naja, komm. Ja. Damit kann ich wieder sagen, du kannst wieder von vorne anfangen mit zählen. Nein, das waren ja drei! Oh, fuck! Das waren drei, gell? Ja, das waren drei schon. Ach, du bist aber auch hinterhältig. Hättest du ja mal vorher sagen können. Wärst du mit dem Druck, wärst du besser umgegangen. Ja, saisonübergreifend können wir das auch nicht zählen. Ach so, ja, darauf komme ich zurück, wenn du zur letzten Saison 0:4 führst. Ja. Naja, komm. Hervorragender Auftaktsieg von Union Berlin, also zumindest der Auftaktsieg im Sinne von, wir fangen auch mit dem zweiten Spieltag erst an. Ja, na klar. Ja. Ja, ansonsten, die Bilder können wir einfach so stehen lassen. War sehr interessant, waren sehr interessante Tore dabei. Die Zahlen sprechen für sich. Die Zahlen sprechen für sich. Bei dir fängt es wieder bei 0 an. Ja, danke, dass du es nochmal hervorhebst. Ja, also immer noch nicht geschafft, 5 Spiele hintereinander, also ohne zwischendurch zu verlieren. Ja. Unentschieden zählen wir ja als hat gar nicht stattgefunden. Aber ansonsten noch keine 5 Siege hintereinander. Na. Gut. Gegen dich. Gegen mich, ja, ja, klar. Ja. Na, ich bin ja das Maß aller Dinge. Gegen mich muss es ja sein. Es geht ja sonst nicht anders. Das Maß aller Dinge? Ja. Ja, okay. Na, was das betrifft schon. Ja. Ich könnte jetzt auch sagen, ich gewinne 5-mal gegen Daniel. Das ist ja kein Thema. Ja. Ey, wir haben ihm versprochen, dass wir ihn nicht tot machen, wenn er nicht da ist. Ich meine ja, dann wird es nicht zählen. Ach so, okay. Gut, alles klar. Dann sage ich erstmal herzliches Dank fürs Reinschalten, herzliches Dank fürs Gucken, herzliches Dank fürs Mitspielen, Robert. Sehr gerne. Hast mir den Auftakt sehr versüßt, ja. Und dann sag mal einfach bis zum nächsten Mal.